herzliches Willkommen. Wir machen wieder Wochenlegung und wir fangen an mit der KW3 in 2022. Das ist die Woche vom 17. bis 23. Januar 2022. Ich werde euch auch erklären, wie das Ganze vor sich geht. Ich mache eine Übersicht, was für die Woche drin ist, astrologisch, und mache die Wochenlegung für die einzelnen Sternzeichen. Und dann werden wir das Woche für Woche. Das wird vielleicht ein bisschen kürzer als die Monatslegung, aber ihr habt ja auch die Tageslegung. Das sollte eigentlich als Information mehr als ausreichend sein. Es sollen ja auch nur Hinweise sein. Das mal so als Mitgabe zur ersten Wochenlegung wieder im neuen Jahr. Und wir fangen gleich an. Allgemein haben wir in der Woche vom 17. weiterhin das Sonnenzeichen Steinbock. Die einzelnen Mondkonstellationen bekommt ihr ja in den Tageslegungen. Was haben wir noch Wichtiges, worauf wir allgemein erstmal hinweisen wollen? Wir haben Vollmond im Krebs am 18. Das ist sehr schön für Familie, für den engeren Kreis. Und auch wird Uranus wieder vorläufig. Das wird den einen freuen, den anderen wird es gruseln, weil es eben um Veränderung geht. Uranus ist ja der große Veränderer, Neuerungen. Und die Sonne wechselt dann am 20. auch in den Wassermann, aus dem Steinbock in den Wassermann. Das bedeutet eine freiheitsliebende Energie. Und Uranus ist ja auch der Zeichenherrscher vom Wassermann. Und wir haben ja inzwischen auch Merkur rückläufig, das macht es nicht leichter, ja. Und wir haben auch eine Zeit, wo man dann so ein bisschen ja über die Dinge sprechen sollte. Dafür würde sich auch der 23. gut eignen und Venus und Uranus sorgen bis Anfang Februar dann auch dafür, dass man sich zugeneigt ist, was ja auch schön ist. Aber man sollte natürlich nicht so hastig in irgendwas hineinstolpern. So, und bis zu dem 23. haben wir jetzt die Woche allgemein. Wir schauen uns jetzt an, was in den einzelnen Sternzeichen los ist, ganz kurz astrologisch angerissen. Und dann machen wir für jedes Sternzeichen die Wochenlegung. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche und bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind in der KW3, die erste Woche, die ich in diesem Jahr mache. Ich weiß, ein bisschen spät, aber ich habe es nicht geschafft, es war unmöglich. Und ich habe jetzt mal eine Übersicht über diese Woche, natürlich auch Hinweise auf Dinge, die auch fürs ganze Jahr gelten. Wie Jupiter ist in den Fischen und ist ja auch dein Herrscherplanet und damit sorgt er dafür, dass du eben auch diese schönen Energien, auch wenn er dich nicht direkt bescheint, nutzen kannst. Also bleibe frohen Mutes. Ja. Wir haben Mars im eigenen Zeichen, allerdings jetzt ist ja Merkur rückläufig. Da kannst du vieles vorbereiten, du kannst dafür sorgen, dass du gesund lebst, aber du solltest natürlich jetzt nichts Neues beginnen. Saturn hatte ich schon öfter mal gepiesackt und der sorgt auch dafür, dass du deinen Plänen treu bleibst. Es hat dir bisher auch nicht geschadet, das hast du gelernt und das solltest du auch weiter verfolgen, dass du eben auf dem Teppich bleibst und nicht abhebst, ja, weil manchmal kann auch Jupiter, wenn er dann irgendwie Mitte des Jahres oder so in den, also den Schützen bescheint positiv, da sollte man ganz besonders drauf achten. Aber jetzt ist die Gefahr nicht gegeben. Uranus ist noch rückläufig, hat auch keinen direkten Einfluss, der steht im Stier. Er wird am 18. wieder vorläufig. Neptun sorgt dieses Jahr wieder dafür, dass du auch, ich glaube wie die Jungfrau, auch manchmal Weltschmerz hast oder dass du ein bisschen zu passiv wirst, weil dir die Dinge irgendwie, naja, aus den Händen gleiten oder weil du da so ein bisschen, naja, ich sag mal, die Flügelchen hängen lässt. Da musst du dann wieder auf Saturn vertrauen, der dir sagt, bleib dabei, lass dich nicht davon abbringen. Ja? Und Pluto im Steinbock hat natürlich in Konjunktion auch in diesem Jahr Einfluss, aber nicht direkt auf den Schützen, auch nicht in dieser Woche. Mars, wie gesagt, ist erstmal bis 24 im Schützen. Und wie gesagt, es ist so, dass du
da vielleicht mit angezogener Handbremse auch fährst, weil du nicht so kannst durch Merkur rückläufig. Venus im Steinbock rückläufig bis 29. Und mit Neptun in Verbindung kann dafür sorgen, dass du dir irgendwas vorstellst, was nicht der Realität entspricht. Aber wie gesagt, da passiert jetzt mit Merkur rückläufig eh nicht viel. Und man soll nichts Neues anfangen. Und ja, erst so am 23. ist auch wieder Kontaktaufnahme mit alten Bekannten möglich, wie wir das auch beim Skorpion hatten. Ja, lass dich einfach ruhig in das Jahr treiben und mach deine Routine, plane, überlege, was kann ich verbessern und so weiter. Das kann nicht schaden. Und ansonsten schön langsam. Bis zum 4. Februar, ja, ist Merkur rückläufig und bis dahin sollte man relativ ruhig und gelassen an die Dinge herangehen. Das erstmal so für diese Woche. Ich schau mal, wie es in den Karten für dich aussieht. Bis gleich. So, mein lieber Schütze, schauen wir uns an, was wir allgemein für diese Woche in den Karten haben. Du kennst das ja, es ist einfach ein Hinweis auf Dinge, auf die dich die Karten hinweisen möchten. Das muss nicht unbedingt zu der Astrologie passen, aber es kann natürlich sich wunderbar ergänzen. Wir schauen mal, was wir in dieser Woche für den Schützen allgemein in den Karten haben. Du entscheidest natürlich, wie du das für dich nutzt und anwendest. Was haben wir da? Acht der Kelche. Gefühlsmäßig neue Wege gehen. Ja, man lässt etwas zurück, vielleicht etwas Unschönes, vielleicht etwas, was man nicht mehr braucht, ne, und geht gefühlsmäßig neue Wege. Interessant. Schauen wir uns an, wie du dich in dieser Woche selber siehst. Fünf des Feuers. Ja, du hast so einen inneren Konflikt. Vielleicht hat das was mit diesen Gefühlen zu tun. Dein Wunsch ist die Vier der Erde. An etwas festhalten können, vielleicht eine gewisse Sicherheit finden oder vielleicht geht es auch darum, finanziell besser dazustehen zum Beispiel. Hoffnung und Ängste haben wir die zwei der Erde, die Prioritäten abwägen, dass man hoffentlich die richtigen Prioritäten findet. Gut für dich ist das Ass der Erde, du bleibst erdgebunden, pragmatisch, du gehst es langsam an, neue Möglichkeiten können da drin sein, vielleicht neue Angebote. Nicht gut ist der Eremit, der totale Rückzug wäre jetzt nicht gut, obwohl wir das öfter beim Schützen schon hatten in der Vergangenheit, dass der Eremit da war. Jetzt ist es nicht so gut. Ausgang ist die Versuchung. Okay, das kann Vergnügen sein, das kann Übertreibung sein, dass man irgendwas in irgendeiner Form vielleicht zu viel betreibt, ja, dass man jetzt zu viel versucht, Kontakte zu knüpfen oder Dinge zu verändern. Es kann aber auch sein, dass man einfach mal ein bisschen Spaß haben möchte. Wir schauen mal, was der Schütze zu erwarten hat in dieser Woche von außen, von seinen Mitmenschen. Was haben wir da für eine Energie für den Schützen? Was kommt da auf den Schützen zu? Der Ritter der Kelche. Liebevolle Energie. Das ist doch schön. Wir haben auf jeden Fall sehr gefühlvolle Energien. Wobei wir natürlich momentan ein bisschen aufpassen müssen. Venus rückläufig, Merkur rückläufig, ja, Veränderungen mit Uranus, der am 18. wieder vorläufig wird. Da hast du jetzt zwar keinen Einfluss oder der Uranus keinen Einfluss auf dich, aber im Außen vielleicht. Aber wir haben hier gefühlvolles Miteinander, also auch Sensitivität. Das finde ich eigentlich sehr schön. So, was haben wir jetzt in der Woche? Wir haben die 9 der Schwerter. Du machst dir Gedanken oder suchst das Gespräch, um vielleicht deinen inneren Konflikt zu lösen, vielleicht auch irgendwelche Lösungsansätze zu finden. Wir haben die Disziplin. Du arbeitest an deinen Zielen, vielleicht, wie gesagt, dass du an etwas festhältst. Wir haben Pragmatismus. Also ich denke mal, dass du sehr geduldig und diszipliniert an deinen Dingen arbeitest. Die Karte, das Ass der Schwerter bedeutet eben Erkenntnisse. Dir wird plötzlich klar, wohin die Reise gehen könnte, sollte. Vielleicht entwickelt sich das im Laufe der Woche. Und wir haben die 10 der Schwerter. Du kommst über eine vielleicht Durststrecke hinweg. Das war ja auch dein Wunsch. Also das sieht ganz gut aus. Auch über Enttäuschungen kommst du ganz gut hinweg. Wir haben die 7 der Kelche. Du hast sehr hohe Erwartungen an dich und andere. Sei bitte vorsichtig damit, ja. Die 7 der Kelche ist manchmal auch Illusion. Es ist vielleicht mit der Versuchung auch ein sich ablenken von dem, was eigentlich gerade passiert. Die 7 der Kelche kann, wie gesagt, auch bedeuten, dass man sich nicht entscheiden kann.
Oder eben, wie gesagt, dass man eine konkrete Vorstellung hat, wie etwas zu sein hat. Auch da sollte man Acht geben. Ja, sich nicht davon stehlen. Ich glaube, das hat auch was hier mit dem Eremiten zu tun. Wir haben die Welt. Du möchtest etwas hinter dir lassen und etwas Neues beginnen. Das sehe ich ja auch mit der Acht der Kelche. Du möchtest vielleicht nicht mehr im Dunkeln tappen hier, ne? Sondern lieber nach vorn gehen. Und dann haben wir die Geduld. Du bringst die Geduld auf. Wir haben ja auch hier sehr viel Erdenergie auch unter anderem. Und ich denke mal, dass du nichts überstürzen wirst, aber vielleicht auch mal fünfe gerade sein lässt. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn jetzt? Du siehst dich mit den fünf der Stäbe so in innerem Konflikt. Da haben wir die Details. Man muss sich um vieles kümmern. Und wir haben aber die Klarheit. Du weißt, dass es auf die Details ankommt. Und vielleicht spielt er auch ein bisschen mit, dass du hoffst, nicht irgendwas zu vergessen. Dir kommen Erkenntnisse, du hast Lösungsansätze. Das ist sehr gut. Vier der Münzen. Da ist das Rad des Schicksals und da ist die sieben der Kelche. Also, ja, du hast ein bisschen eine konkrete Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Davon solltest du ein bisschen wenigstens weg. Du machst dir vielleicht was vor. Und deswegen wäre es gut, mit der Erdenergie und auch dem Ast der Schwerter zu gehen. Zwei der Erde, da kümmerst du dich um dich selbst. Und da haben wir die sieben der Schwerter. Ja, ich denke mal, dass du beeinflusst werden sollst, dass jemand versucht, dich zu beeinflussen. Sieben der Schwerter kann Klatsch und Tratsch sein, schlechtes Gerede. Vielleicht sagt ja auch jemand was Unschönes und das kann dich irritieren zum einen oder es kann sein, dass du nicht weißt, wo die Prioritäten liegen im Moment. Schauen wir uns an. Wir haben das Ass der Münzen. Da haben wir die zwei der Kelche und da haben wir die zwei der Schwerter. Wir haben Austausch auf Augenhöhe, miteinander sprechen, aber wir haben Zurückhaltung, Misstrauen oder Angst. Ne? Zwei der Schwerter kann bedeuten, du traust der Sache nicht oder du siehst dem etwas kritisch entgegen. Das könnte durchaus sein. Dann versuch so neutral wie möglich daran zu gehen, wenn so ein Gespräch stattfindet. So, und dann haben wir den Eremiten, Königin der Stäbe und die zwei der Stäbe. Da haben wir die zwei der Stäbe wieder. Und ja, ich denke mal, wo haben wir sie denn? Das ist die fünf, das ist die vier der Erde, zwei der Erde. Wir haben gar keine zwei der Stäbe bei dir, aber du weißt ungefähr, wo die hin die Reise gehen soll. Aber Königin der Münzen ist sehr optimistisch. Aber ich denke, dass du dazu neigen könntest, dich zurückzuziehen. Deswegen musst du ein bisschen Acht geben, dass du dich auch um die richtigen Dinge zur richtigen Zeit kümmerst, Ass der Münzen, dass du da keinen Rückzieher machst und dich vielleicht selbst davon abhältst, erfolgreich eine gute Basis zu bekommen. Wir haben die vier der Kelche und wir haben die zehn der Stäbe. Ich glaube, es geht darum, wenn es dir zu viel wird, dass du möglicherweise so ein bisschen das Gefühl hast, ich möchte mich einfach mal mit irgendwas belohnen oder ich möchte irgendwas Schönes machen. Mein Ratschlag ist, belohne dich damit, dass du dir selbst treu bleibst. Und damit, dass du denn den Dingen, die du voranbringst, auch weiterhin die Stange hältst und nicht nachgibst. Neun der Schwerter, da ist der innere Konflikt und da ist der Magier. Wenn du darüber sprichst, ja, und wenn du da nach Klärung suchst, wirst du auch eine Klärung finden, ja. Das kann ein bisschen dauern und es wird vielleicht auch nicht direkt bei Merkur rückläufig der Fall sein, aber es wird Zeit, sich darum zu kümmern. Da ist die Disziplin. Da ist die Hohepriesterin, dein Bauchgefühl, und da ist die Neun der Schwerter. Das ist diese Karte, ja. Also es wird Zeit, den Dingen auf die Pelle zu rücken, mit deinem Bauchgefühl natürlich auch, und da endlich Klarheit zu gewinnen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wo kann ich hin? Da ist deine Karte die Mäßigkeit, Intellekt und Gefühl im Einklang, und darauf sollte dein Fokus liegen. Also auf Erkenntnis. Wie geht's weiter? Ja, das muss zu Beginn der Woche noch nicht klar sein und deswegen ist es wichtig, dass du dir da Klarheit verschaffst, vielleicht auch im Gespräch mit anderen oder neue Möglichkeiten auslotest. Zehn der Schwerter, du stehst für dich ein mit der Königin der Schwerter. Das bedeutet, du bist authentisch.
Du machst dir und anderen nichts vor. Du weißt hier genau, was du willst, wo du hin willst. Du bist in deiner inneren Mitte. Und deswegen kannst du die Dinge, die du hinter dich gebracht hast, auch als Schutzschild nehmen. Aber du bist authentisch, du bist ehrlich und offen. So, und jetzt haben wir wieder die sieben der Kelche. Da ist der König der Stäbe und da ist der Page der Münzen. Du kommst sehr langsam voran. Und du hast dann vielleicht auch an dich und an die Situation zu hohe Anforderungen, zu hohe Vorstellungen, wie das zu sein hat. Du brauchst Geduld, die hast du auch, aber kümmere dich darum, was jetzt im Detail, was an Kleinigkeiten anliegt. Wenn du dich so ein bisschen gelangweilt fühlst, dann kümmere dich um etwas, was dir Freude macht. Wir haben die Welt, da ist nochmal die Geduld und wir haben den Mond. Das Verborgene tritt jetzt zutage. Das, was vielleicht nervt, das, was dich vielleicht so ein bisschen in Schwierigkeiten bringen könnte. Es ist wichtig, sich Schritt für Schritt und ganz langsam auch hier um die kleinen Dinge zu kümmern. Da haben wir die Liebenden und da haben wir die 10 der Münzen. Es geht darum, lieber Schütze, was liegt dir am Herzen und was ist für dich Stabilität und Sicherheit? Ist es Finanzen? Ist es Partnerschaft? Ist es Familie? Und das erstmal ja, klar zu sehen und hier auch, ich sage jetzt mal, offen zu sein, denn wir haben schönes Entgegenkommen, aber du hast natürlich auch das Bedürfnis, aus deinen Fehlern gelernt zu haben, was ja auch okay ist. Ja? Aber nicht jedes gute Angebot muss jetzt auch negativ gemeint sein. Das solltest du auch nicht. Sei neutral. Wenn du dir nicht sicher bist oder Misstrauen hast, dann sei neutral. Hier ist auch gerade eine Karte rausgeflogen. Es ist die Wespe. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel. Ja, wunderbar. Das bedeutet, dass nicht immer alles so nett ist. Sehen wir ja hier auch, ne? Dass die Menschen nicht immer so nett sind oder dass die Dinge, die passieren, nicht so toll sind. Wir schauen mal, was wir für den Schützen haben. Die Nummer 65. Okay. Nicht alles in der Natur, was der Allgeist erschafft, ist auf Anhieb liebenswert. Wenn wir es aber durch die Augen des Wespengeistes betrachten, erkennen wir, auch wenn uns das Leben manchmal einen Stich versetzt, erfüllt doch der Schmerz seine Aufgabe. Ebenso wie Wespen in der Natur eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben, denn sie halten die Insektenpopulation klein und tragen so zum Pflanzenwachstum bei. Das Leben mag dir seine schmerzliche Seite zeigen und vielleicht bist du frustriert oder auch voller Groll, dass der Geist der Wespe bei dir erscheint. Aber schon bald wirst du erkennen, dass der Allgeist etwas Wunderbares für dich parat hält. Vielleicht wirst du feststellen, dass dich dieser Wespenstich des Lebens zu etwas weit Besserem führt, als du dir selbst ausgemalt hast. Vielleicht hat sich der Geist der Wespe hinter den Kulissen mit dem Allgeist abgesprochen, um dafür zu sorgen, dass du etwas Wertvolles für dich erschaffst. Der Allgeist hat einen Plan und der Geist der Wespe spielt darin eine Rolle. Warst du schon jemals im Nachhinein froh, dass deine Gebete nicht erhört wurden, weil der Weg, den du dann tatsächlich gegangen bist, dich zu etwas weit Besserem geführt hat? Der Geist der Wespe will dich dazu ermahnen, dich dieser Zeiten zu erinnern, denn auch wenn du heute den Stachel noch so schmerzlich spürst in dir, erwartet dich doch etwas Besseres. Okay, das ist die Erfahrung, von der wir hier eben gesehen haben, ne? Die 10 der Schwerter. Du bist wehrhaft. Vielleicht ist das das, was dir der Wespengeist aufzeigen will. Du bist kein hilfloses Opfer, ja? Du bist jemand, der authentisch für seine Belange einsteht und das auch vertreten kann. Und hier kommst du voran, wenn auch eben sehr langsam. Und mit Merkur rückläufig ist ja eh momentan nicht viel drin. Deine Zeit beginnt wahrscheinlich erst Mitte, Ende Februar, ja? Um dann so richtig durchzustarten, meine ich jetzt. Du kannst auch im Februar natürlich schon einiges schaffen, aber ich meine, so richtig durchstarten kommt wahrscheinlich erst etwas später. Aber letztendlich geht es ja darum, sich zu fassen. Wir haben hier zweimal die 7 der Kelche, das heißt, so Illusionen und du wirst davon vielleicht abgehalten, weil etwas Besseres für dich gedacht ist. Und das solltest du im Hinterkopf behalten, denn hier kommen auch ein paar ungute Dinge auf und letztendlich führt es aber zu Stabilität und Sicherheit mit Geduld und natürlich mit dem, was dir am Herzen liegt. Also ich denke, es ist ein Heranführen an das, was für dich gedacht ist. Ja, vielleicht konzipierst du jetzt hier oder könntest hier sonst auch sehr viel mehr, ja, ich sag mal, Zwiespalt oder Missgeschick oder
innere Unruhe noch mehr produzieren, wenn du da nicht ein bisschen abgehalten wirst, davon direkt loszustürmen. Das ist jetzt mal so die Überlegung, die ich mache dabei. Also ich denke, überleg dir, wenn etwas nicht gelingt, dann hat es einen Grund, um dir etwas Besseres nicht vorzuenthalten. Ich bin gespannt, was du sagst, was du diese Woche erlebst. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen in die Kommentare gerne. Und wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe von mir und bis bald.